In den nächsten Tagen gibt es in den Mittelgebirgen und in den Alpen den ersten Wintereinbruch. Zu Beginn der neuen Woche sinkt die Schneefallgrenze landesweit auf 500 bis 300 Meter Höhe. Autofahrer müssen im Bergland zum ersten Mal seit langer Zeit mit schneeglatten Fahrbahnen rechnen. Da erfahrungsgemäß mit dem ersten Schnee oft die meisten Unfälle passieren, sollte man also besonders vorsichtig unterwegs sein. Wintersportler können sich berechtigte Hoffnungen machen, dass es zumindest in den höchsten Lagen für die ersten Schwünge reicht. Selbst wenn nicht genug Naturschnee fällt, es wird kalt genug sein, um zusätzlich Kunstschnee zu produzieren. Hier eine Prognose für die Höhenlagen über 1000 Meter. Meist ist es schon frostig, nur nach Wochenmitte sieht es vorübergehend nochmal nach Tauwetter aus. Ob es zum dritten Adventswochenende dann auch in tieferen Lagen kurzzeitig mal weiß wird, ist aber noch unsicher.